Aber nicht, dass du das jetzt verärgert, wenn der mit Waffen auf sie zielt. Ja, das ist auch eben halt gerade so mein Gedanke. Ich bleib hier im Licht. Na, und da sieht sie mich. User left your channel. Der Herr Gorski ist aber ein mutiger. Wir sind alle mutig. Ich strahle mich wieder nicht. Ist doch verschwunden. Ich bin nicht, schwebt sie immer noch da. Herr Zorn, gehen Sie mal einen Schritt zurück. Jetzt. Wer ist dieser Chuck? Da steht auch mit Blut oder Farbe oder da steht auch irgendwie, oder? Würde auch sein, dass der Jack, Jack heißt. Jack? Jack? Ja, das Jack. Highlight startet quasi erst um wirklich kurz vor 0 Uhr. Nun gut, wir sind ja schon mal hier. Genau. Also sonst geht uns nichts. Gut, dann lass uns ein Stück zurückgehen. Ach, da ist sie wieder. Jetzt sehe ich sie auch wieder, ja. Informationen an so rundherum. Ich mach mal das Auto aus. So. Dann sollten wir warten. Machen wir das. Machen wir das. Das ist eine sehr gute Idee. Na, ach, doch gut, dann warten wir. Aber wer ist der Jack? Hat jemand schon mal was von dem Jack gehört? Oder irgendwo mal was von dem Jack gesehen? Ich kenne nur einen Chef. Sein Name ist Chef. Ja, ich kenne auch einen Chef. Auf dieser Insel ist mir kein Jack bekannt. Mir tatsächlich auch nicht. Es gab doch mal diesen Film über diesen Piraten namens Sparrow Jack. Ja gut, nicht, dass der auch was damit zu tun hat. Oder Jack the Ripper. Oh. Jack the Ripper ist schon wahrscheinlich näher dran, ja. Meinen Sie, das ist eine sogenannte Prostituierte? Ja, also... Wolltest du ein bisschen Hartgeld hinwerfen? Jetzt nicht mehr. Mason, gehst du Geld hinwerfen? Nee, aber bin ich noch nicht lang genug hier. So. Ja gut. Und habt ihr heute alles so erlebt? Nicht viel, die Taxibranche ist nicht gerade im Boomen, da jeder ein Auto hat. Oh ja, das stimmt allerdings. Vielleicht solltet ihr umschwingen auf Escort. Mit der Dame da drüben verdient man nicht so viel. Naja, kommt drauf an, in welcher Branche du agierst. Es gibt immer Special Interests. Ja, genau. Ja, ich habe mich vorhin im Norden umgesehen, aber da war leider nicht sonderlich viel los. Und alleine kann man da leider weniger erreichen als geplant. Was hast du denn da vor zu erreichen? Ja, ich habe mir mal ein paar Sachen angesehen, aber... Irgendwelche Tätigkeiten, dann hieß es auf einmal von wegen... Dass irgendwelche Shopbesitzer einen Wurf angucken. Ging leider nicht. Aha. Ja. Ich komme aus dem Norden. Du kommst aus dem Norden? Mhm. Als ich letztens die Tage noch unterwegs war, war es immer sehr still. Ja, wir sind viel unterwegs gewesen. Sagen wir es mal so. Geschäftlich vermutlich. Ja, zum Teil, ja. Man muss aber schon sagen, man verdient hier nicht viel. Nee, das stimmt. Mittlerweile ist sogar die Zeiten richtig schwierig geworden. Ja, Zeiten sind vorbei. Ja. Da. Man hat auch nicht sonderlich viele Möglichkeiten, außer man will zur Bullerei, aber...
Das ist mir dann doch zu dreckig. Ja, wir suchen noch einen Mechaniker beim SCLS. Komm, ey, ihr müsst euch doch streiten um jedes Auto, was kaputt ist. Ich wollte gerade sagen, prügelt ihr euch nicht schon mit den Sackmanns darum, wer Autos reparieren darf? Die Sackmanns dürfen keine Autos reparieren. Wir haben dafür die einzige Genehmigung quasi. Also man kann nicht sagen, dass ich mir keine Mühe gebe, euren Laden am Laufen zu halten. Das stimmt allerdings. Weil du fährst wie Scheiße, Jugoslav. Das kann man jetzt so nicht sagen. Ich bin einfach nur sehr rücksichtsvoll gegenüber den Randmarkierungen und deren, Konsistenz. Wie auch immer. Ich finde halt auch, eine Randmarkierung darf im Verkehr durchaus mal teilhaben. Du unterstützt also Randgruppen. Na, wenn ich mir das hier so angucke, wäre die Nichtunterstützung von Randgruppen hier äußerst fehl am Platz. Ah ja. Das könnte die Alte aber ruhig mal was machen. Ja. Ich wollte schon sagen, sie tötet nicht, sie lässt sich nicht töten. Viel Lärm um nichts. Und mein scheiß SUV ist im Arsch. User joined. Ja, wir haben extra auf dem Camacho hinten ein paar Sachen drauf. Wir haben sowas schon befürchtet. Nee, den kann ich mal auch von der Stadt abschleppen lassen. Sehr gut. Ja, ich könnte den umdrehen. Das mag aber kostenfrei. Sehr verbunden. Du wirst dir doch ein neues Moped kaufen. Das sagt nicht, dass ich mein normales Auto nicht mehr brauche. Kommen Sie zur Not morgen nochmal vorbei, falls irgendwas klappert oder sowas. Aber eigentlich. Sehr gerne. Eigentlich wollte ich die Karre schon lange den gebrauchtbaren Händler zurückgeben, aber der Arsch kauft nicht ran im Moment. Ja. Mhm. Gib mir genauso. Ich wollte mir eigentlich einen schönen großen Baller kaufen, statt den kleinen Scheiße. Ja, stellst du nimmst halt in die Stadtgarage und holst dir eben dafür zu Hause einen anderen. Aber was heißt da wieder Geld ausgeben, vorher Geld verdienen und der Kreislauf. Genau. Dann hat man wieder 10.000 in die Scheiße gestellt. Was für Motorrad wolltest du denn holen, wenn ich fragen darf? Ich war heute bei dem Luxusautohaus. Ich habe ja so eine Auswahl. Ich muss jetzt später mal in den Katalog gucken und eine Probefahrt für morgen vereinbaren. Für? Ich bin mal kurz zu Botanik düngen. Viel Vergnügen. User left your channel. Ich hoffe, ich verpasse jetzt nichts, aber da steht er gut. Da steht er gut. So, bin doch gestrollt. Ja, gehen wir noch da rum. Was, der Preis für Wein ist auch unter? Ich weiß nicht, früher habe ich immer das Gefühl gehabt, man hat mehr damit verdient. Ich habe letztens eine SUV-Ladung von 150 Kilo abgegeben, das waren knapp mehr als 10.000. Wow. Ich habe heute eine Tonne von Meersalz verarbeitet vor der Schicht. 20.000 mehr nicht. Wie lange hast du gebraucht? Ich habe nicht mehr gezählt so lange. Wow. Es kommt auf jeden Fall nichts rum. Was versteht ihr Mechaniker eigentlich pro Stunde? Ich möchte eigentlich gerade nicht sagen, weil ich momentan das Gefühl habe, dass ich noch auch finanziell am besten dastehe. Warum? 800 Dollar? Ja. Na, 800 ist nicht Dollar viel. Verdienen wir Taxifahrer auch. Naja, gut, so, vorher ist ja die Provision.
Ja. Provision also ja, ist ja nur durch reparierte Autos. Wir haben viele Tage, da kommt Kindergeld rein. Und da sind wir von dem Staat abhängig, aber der Staat knüpft uns auch bald ab. Ja. Also die 800 Dollar sind bald auch passé. Naja, wir kriegen noch 800, aber ich weiß auch nicht, wie lange das noch so geht, wenn keine Kunden kommen. Ja, es sieht nicht gut aus. Die Cops kassieren als Kadetten schon 1200, glaube ich. Ja, ist alle Medics werden. Machen wir mal so, sie können nicht so viel nicht verdienen, weil wenn dann der Chefarzt plötzlich Officer wird, dann... Ist das ja, wirklich gut. Der Hart? Ich habe ihn angesprochen, ja, dass er mir bekannt vorkommt. Er meinte, das hört er öfter, aber er hat nicht gesagt, dass es der ist. Es ist Dr. Hart. Das ist Dr., ja. Warum aber wird wieso? Der Doktor denn Kadett? Ich glaube, dass, also ich habe mal vorhin mit ihm gequatscht und wenn ich es richtig rausgehört habe, ist es einfach nur, dass er ja, Abwechslung sucht. Aha. Er ist fertig mit dem Krankenhaus, hat ihm halt so seine Pfote da gelassen. Jetzt kann der Nächste darin treten und er sucht sich was Neues und ja. Selbstverständlich. Ich mache 20 Jahre Ausbildung und Studium und dann denke ich mir, das wäre auch erledigt. Ja, genau. Ja, definitiv. Also ganz verstehe ich es auch nicht, weil der muss ein Heidengeld verdient haben. Ja, vielleicht übernimmt ja jetzt der Herr Sagat. Weil das Krankenhaus? Naja, nachdem der vorhin mit der Frau Doktor ein Date gehabt hat. Was der? Wie was der hat? Was? Mit der Frau König? Es sah so aus, ja. Es klang auch so. Ich sag mal so, ich hab die König vorhin auf dem Fahrrad gesehen. Das war auch schon ein bisschen sehr... Also so wie ich das gesehen habe, war das eine sehr aufgetakelte Frau König mit dem Herr Sagat im Stadtpark. Okay, genau. Alles klar. Na ja, doch, okay. Warum nicht, wa? Kann man mal machen. Kann man mal machen. Seine Klatze hat geleuchtet vor Freude. So, ist das nicht eigentlich so rum, dass der Alte der Reiche ist und die Hübsche die Arme? Naja, wie läuft es da falsch rum, oder? Da hat der Sagat fährt ein schönes Sportcabriolet, sagt aber, das Unternehmen läuft nicht. Wer weiß. Vielleicht läuft ja was anderes bei ihm. Hört, kenne ich. Die Nase anscheinend. Und der ist seine Sugar Mama. Na, er hat ja letztens da seinen Unfall gehabt und ist von der Frau Doktor wieder zusammengeflickt worden. Ich hab mal gehört, es gibt da so einen sogenannten Samariter-Effekt, wenn sich dann die Ärztin in den Patienten verknallt tut oder so. Ich glaube, das ist besser, wenn wir uns jetzt alle in Richtung der Tusse da setzen. Weil wir gerade das Thema hatten, oder? Wie war dein Name nochmal? Mason Remington, genau. Mason auch mal. Ich bin so namens Sieg, also von seiner Bekannten. Kein Thema. Ist jetzt auch nicht gerade häufig hier. Steht ein bisschen außer drei. Wir müssen auch nicht alle kuscheln. Der Mann und ich sind einfach nur sehr sympathisch. Außerdem hat er Mundschutz auf, dann geht das. Ich hab ja Mundschutz richtig auf. Ist das eine Tätowierung? Wonach sieht das aus? Ach du Scheiße, von der meinem Mund sieht das aus wie Mundschutz. Der Mund bewegt sich. Ja, normal. Ich dachte, der Idiot hätte nur ein Loch in die Maske geschnitten. Hat schon wieder zu viel Shampoos getrunken. Warum macht man sowas? Rosé. Rosé. User left your channel. Ich meine nicht den Tanzlehrer, sondern die Weinrichtung. So, was passiert jetzt hier mal was? Gleich. Leider müssen wir noch uns ein bisschen gedulden. Also das kann jetzt im Moment passieren. Ja. Und ich wünsche Ihnen schon mal einen angenehmen Abend. Ich nehme an, dann werde ich ihn nicht haben. Ich wollte gerade sagen, das klingt irgendwie nicht so gut. Ach, alles gut. Da war keine Unterdrückung. Alles gut. Ich glaube, ich gucke auf dem Handy lieber nach Pornos. Danke. Oh wow. Guck schon Richtung Horizont. Guckt euch einfach die Alte an. Also, als ich der fünfte tatsächlich gesehen, die letzten auf dem Server. Wie beruhigend von dem Mann mit dem Gesichtstattoo. Oh ja. Aber ich kann sie beruhigen, das ist kein Tattoo. Noch ekliger. Ja, ne. Was ist es denn dann jetzt genau? Das ist Airbrush. Ah ja. Achso. Deswegen hat er auch eine schwarze Bettwäsche.
beim Reparieren zu tief in Mutteröl geguckt. Ich repariere doch gar nicht mehr. Ich bin da raus aus dem Geschäft. Was ist mal, wie lange das schon im Gesicht klebt? Ich bin jetzt beim MC. Motorradclub. Achso, und da wird nicht repariert. Ah, im Norden. Richtig. Und was treibt ihr Hübschen da so? Sich gegenseitig anmalen, offensichtlich. Jetzt sorge ich für schlechten Ruf, oder was? Also quasi ein Grafikdesign-Club. Na, heute dürften sie mit Fingerfarben malen. Achso, ich dachte schon, MC steht für Malerclub. Nein. Steht schon für Motorradclub. Also kontrolliert ihr den Norden, oder was macht ihr da? Ja, was heißt denn kontrollieren? Gibt's ja, auch was zu kontrollieren. Ja, außer uns gibt's da noch mehr, ja? Tatsächlich? Mhm. Außer die Milchfarm? Ja, eher so ein paar Grünschnäbel, die meinen, da Konkurrenzclub aufmachen zu wollen. Im Moment sehe ich nur einen Schwarzschnabel. Ich möchte kurz noch auf eine Situation hinweisen. Martin Ness und ich werden dann, sobald die Situation hier, also ihr seht es dann, ihr müsstet eh erstmal verarbeiten und ich und Martin Ness müssen ganz kurz los. Wir kommen dann aber sofort wieder. Bitte was? Wir müssen dann los? Ihr merkt es dann. Martin Ness und ich müssen nach der, was jetzt hier gleich passiert, müsst ihr erstmal wahrscheinlich ein bisschen verarbeiten. Martin Ness und ich müssen dann direkt ganz schnell mal kurz los. Und wir kommen dann sofort wieder her. Das verwirrt mich ehrlich gesagt ein wenig. Das hat nur damit zu tun, dass wir nachher wieder hier wegkommen. Ach so. In Ordnung. Wie gesagt, wir müssen das sowieso erstmal verarbeiten. Wir müssen ja immer noch verarbeiten. Aber ich will es nochmal sehen. Deswegen okay. Also der Hoodie. Wegen der Verarbeitung. Genau. Das ist die ständige Verarbeitung. Mit der Kopfwärme. Nee, das ist im Teil zum Kopfkissen, der im Teil ständig um mich rum ist, weißt du? Ja, du mit deiner Gemütlichkeit. Ja, ich will gar nicht wissen, wie es unter der Mütze riecht. Wahrscheinlich so, wie es aussieht. Wow. Das fühlt mich ein bisschen diskriminiert. Ja, ich bin auch nur ein Mechaniker. Noch ein, zwei Sprüche und dann lassen die uns hier. Vier von fünf Leuten finden Mobbing okay, ne? Ja. Da. Wir können das nächste Mal überlegen, ob ich jemanden von euch nochmal abschleppern. Außer Zorn, den schleppe ich auf jeden Fall ab. Ah ja. Und der ist ja auch euer bester Kunde. Genau, deswegen. Alles andere würde das Unternehmen ruinieren. Nee, heute hat ein Kunde ihn überholt. Also, was soll denn das heißen, jemand hat mich überholt? Entweder der mit dem Fahrrad, der frontal auf den Lamborghini gehüpft ist. Was? Oder dieser komische Herr Braun, der den anderen auf dem Lamborghini rumgefahren mit dem BMW. Hat der rein zufällig eine gelb-grüne Jacke angehabt? Da. Ja. Den werde ich verpetzen. Ne? Oh, schön, bitte, ja. Wie mehr hat der Lamborghini? Weiß ich nicht, aber erst war ein, nicht Lamborghini, das war ein Porsche. Ne? Porsche. Ach, Porsche. Ich glaube, das war der Porsche von dem Hart, oder? Ja. Da hat man sich einen Porsche gegönnt, der alte Linde. Nicht der Hartmann, der Hart. Der Ex-Arzt Neukadett. Da sieht man, wie schlecht der Mann verdient hat. Wenn der gerade einen Porsche fährt. Der fährt ja nicht nur den Porsche für 700.000, sondern auch die Sanctus. Na, dann dem Hart habe ich ja heute auch richtig verdient. Das glaube ich, wenn der Porsche was hat, dann ist das Gold. Ja, der gewisser Brown, oder wie er heißt, war der Meinung besoffen, ihn einfach mal in den Porsche reinzuballern. Direkt vor dem LPD, die Pfeife. Genau. Naja, dafür kennt er jetzt zumindest die Innenausstattung von der Ausnüchterungszelle. Oh ja. Aber er kennt jetzt auch die Innenausstattung von seinem Bus, ja. Und das Innere von dem Porsche, wenn er schnell genug draufgeballert ist. Ja, ich musste dann auch erstmal eine technische Probefahrt mit dem Porsche machen, logischerweise. Das ist ja mein Job. Wie bedauerlich. Naja, wie bedauerlich jetzt. Ja, und da man natürlich alle Eventualitäten testen muss, bist du gerade einmal über die gesamte, hier bis in den Norden und wieder zurück. Einmal die Berge hoch und runter. Man muss ja mal alles testen, nicht wahr? Ja, so richtig, ja. Verstehe ich. Die Zeit gibt mir auch keiner wieder, ja. Bezahlt ja keiner. Ist ja im Prinzip eine gratis Dienstleistung. Genau, nicht wahr? Genau. Im Reparaturbericht steht dann, dass der Wagen ist tauglich, nur nicht unter Wasser. Jetzt Konzentration langsam. Die Dame und den Mond. Die Dame und den Mond im Blick behalten. Ach, den Mond auch?
Ja, ja, wenn das klappt. Schön den Himmel im Blick behalten. Aber seit wir hier oben sind, flüstert sie nicht mehr. Ja, das liegt auch nur daran, dass die unten halt gestorben ist. Genau, hier oben ist nur ihre Seele und sie zeigt ihren Namen. Ach, nur die Seele, oder den Namen? Ja, ja, genau. Ach so. Ach, die wollte also in den Himmel aufsteigen, dann hat sie es bis auf den Berg geschafft und dann war sie völlig falsch, hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich bleib jetzt hier, oder was? Na, ist ihre Karre abgestürzt, ich kenne das. War wahrscheinlich kein SCLS am Schlüssel. Ich hätte sie eher niemand dabei gehabt, Vollidiotin. Mann, ich komme aus Berlin, verstehst du? Und in Berlin hast du eben halt verschiedene Bezirke, da hast du verschiedene Slangs. Ja, und dann tauchen so eine Sachen eben halt auf, dafür kann ich auch nichts. Nimmt man so einer Multikulti-Stadt. Verständnis. Dankeschön. Und der Zorn sicher auch, obwohl er so deutlich redet. Ich komme aus Zwickau, da gibt's einfach ja, nur Horror. Der kommt aus einer schönen Stadt. Zwickau ist echt schön. Da war ich noch nicht. Da schweben zumindest keine halbnackten Frauen auf den Bergen rum. Gut, da gibt's auch keine Berge, aber das ist ja egal. Ja, das ist das erste Problem und zweitens, selbst wenn, warst du schon auf jedem Berg um die Uhrzeit gewesen? Das könnte ich jetzt so genau nicht unterschreiben. Noch nicht. Alles klar, ich fliege mal kurz nach Hause und gehe mal die Berge besteigen. Na, nee, Moment. Nimm dir noch die nächsten 60 Sekunden Zeit. 60 Sekunden, sagst du? Mhm, maximal. Wenn ich hab die Knarre noch in der Hand, wenn ich mich zu sehr erschrecke und jemand stirbt, was Notwehr. Halt dich lieber fest. Das ist viel wichtiger. Ich würde dir ein Erschrecken nach links empfehlen. Da oben. Siehst du neben dem Mond? Die Wolken, die sich da aufbauen. Hübsch. Ja, das ist echt eine schöne, klare Nacht. Also ein bisschen bedeckt, ja. Aber klingt nicht so, als meinen die das ernst. Schön klar, aber bedeckt. Ich verstehe. Hier. Ja. Mischung aus allem. Ein Cocktail mit Sahnehaube. Quasi. Was sagt die Alte? Noch nichts. Nichts. Wieso sagt sie nichts? Kommt noch. Kein Bock heute. Hm. Ich glaube, die hat keinen Bock heute. So viele Kunden zu einem Star. Das ist verschwunden. What the fuck? Also irgendwie? Aber heute hat sie nicht ihren Zauber gemacht. Nee. Oder das ist jetzt aber... Zu viele Leute. Zu viele Leute? Meinst du, sie hat Angst gehabt vor Entertainment oder was? Wahrscheinlich. Ja, dein Name ist ja nicht mal da. Ja, wir wurden schon jetzt beordert. Also das war enttäuschend. Ein wenig. Dafür sitzt hier rum, aber der Plausch war ganz lustig. Herren? Wir kommen sofort wieder. Ja, das hoffe ich. Es ist mir ja lieber, wenn sie zu dritt hier bleiben. Das ist leider mit der Waffe. Ich bin mal gerade nicht ganz sicher, ob das so die Idee war jetzt. Ich mein, an sich war die Dame ja ganz nett anzugucken, aber stehe ich hier mitten in der Pampa und weiß auch nicht, was ich jetzt so soll. Da wird uns so viel versprochen und dann das. Können wir nicht hier oben warten? Komm mal, was fährt denn der da zu Krampf zusammen da unten. Vor allem, die lassen uns doch alleine, die Wichser.